Was könnte er hierher machen, was er will? Wir haben ja noch 14.000 Leute rumlaufen. Und das Es ist interessant, dass sie den Sicherheitsabstand. Es ist interessant, dass sie den Sicherheitsabstand gar nicht einhalten. Es geht darum, dass sie nicht mit uns kooperieren. Sie halten den Sicherheitsabstand nicht ein, von dem die Rede ist im Gesetz. Von dem Sie sprechen. Und das ist dann verboten. Sie gehen nicht einkaufen. Ja, selbstverständlich. Ich bin hier. Von da nach da auf dem Weg gewesen. Ich habe mich daran abgehalten. Kollegen, Ihre Personal. Vielleicht habe ich Sie darüber schon, dass Sie wahnsinnig in der Ausschuss sind. Ich glaube, ich habe meinen Namen vielleicht vergessen. Wie das denn? Das kann man vergessen, wenn man so bedrängt wird von den Polizeibehörden. Und Recht und Gesetz außer Kraft gesetzt sind. Stoppen, aber das lassen Sie auch das Grundgesetz, ja, das ist schön, aber dem Sie auch verpflichtet sind. Sie sind diesem Grundgesetz verpflichtet. Das steht hier. Das kann ich Ihnen auch gerne nochmal vorlesen. Das Grundgesetz kann nicht außer Kraft gesetzt werden, guter Mann. Das Grundgesetz hat eine sogenannte Ewigkeitsklausel. Das Grundgesetz hat eine Ewigkeitsklausel. Ich bin hier gar nicht die Axt im Wald. Ich bin zwar Zimmermann, aber keine Axt im Wald. Wir haben das letzte Mal gefahren hier und dort. Was machen Sie? Sie rennen einfach weiter. Ich habe mich doch nie erinnern an ein Grundgesetz. Was soll das denn? Sie haben mich bedrängt. Aufgrund dessen bin ich Ihnen losgewichen. Mehr habe ich nichts getan. Ich würde jetzt gern einkaufen. Wenn Sie meinen, Sie haben nichts falsch gemacht? Ich habe nämlich kein Toilettenpapier mehr zu Hause. Und auch keine Nudeln. Ich bin ein freier Bürger in einem freien Land. Das steht hier in diesem Grundgesetz. Von dem Sie erzählen, es wäre außer Kraft gesetzt. Das ist nicht außer Kraft zu setzen. Das geht einfach nicht. Es tut mir wirklich leid, aber ich kann Ihnen an dieser Stelle nicht weiterhelfen. Wo ist die Allgemeinverfügung? Aufgrund welcher Gesetze sollen meine Freiheitsrechte eingeschränkt sein? Ich bitte Sie, mir das zu sagen. Bitte lesen Sie mir vor, worum es geht. Oh, jetzt gibt es wohl eine Festnahme. Ich stehe hier als freier Bürger in einem freien Land. Dass ich einkaufen gehen möchte. Ja, aber die Kollegen sind jetzt an ihrem Ausweis. Und weil sie in der Maßnahme sind, können sie das sich das jetzt auch nicht aus. Artikel 20 Absatz 4. Gegen jeden, der es unternimmt, diese vorbeschriebene Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutsche das Recht auf Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht mehr möglich ist. Ich sehe keine andere Abhilfe. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsgemäße Ordnung. Die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Recht und Gesetz gebunden. Und wie gesagt, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.